Zeiten von Corona wird klar, wie sehr die Menschen sich der Angst nicht stellen vor dem Entsetzlichen und in irgendwelche Glaubenssysteme flüchten, die ihnen irgendeinen Sinn produziert und Sicherheit gibt, bis hin zur totalen Sicherheit, alles Leben einzusperren und zu verbieten, um das Leben vermeintlich zu retten. So auch der Glaube, alles Leben zu verlieren auf ein vermeintliches, ewiges Leben jenseits oder diesseits. Ach, wie lächerlich, kleinkindisch, aber verständlich, ob des unmöglich Denkbaren irgendein Phantasma der Sinnhaftigkeit oder der Ewigkeit oder was weiß ich, des Fortlebens, der Unsterblichkeit, von Gut und Böse, von Belohnung und Bestrafung und all dem ganzen Unsinn zu entwickeln.